bitten jetzt Malte Brettl, seinen Impulsvortrag unmittelbar anzuschließen. Und diejenigen von Ihnen, die bereits wissen, dass Sie eine Reaktion entweder auf Herrn Höttges oder Herrn Brettl haben oder sich in die Diskussion einschalten wollen, bitte ich schon mal um ein Handzeichen. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich die Diskussion auch ein bisschen anregen kann und anknüpfen an Sie auch. Ich habe nur 4 Punkte aufzählen darf. Aber erstmal starten aus meiner Perspektive natürlich als Wissenschaftler inzwischen an der Universität, wenn man Unternehmer gewesen. Wenn man mich heute fragen würde, wie sieht denn die Universität im digitalen Zeitalter in der Zukunft aus, Innovationsprozesse, Innovationssysteme, dann würde ich sagen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, man kann es auch nicht wissen. Ich bin da, glaube ich, in guter Gesellschaft. Ja klar, wir machen Dinge, glaube ich, richtig. Sowas wie Open Innovation, wir haben es jetzt eben gerade gehört, zum Beispiel von Herrn Zetsche, dass er Ideenwettbewerbe im Unternehmen startet. Das ist ja auch eine Art von Open Innovation. Die funktionieren inzwischen sehr gut. Die machen wir relativ lange schon als Wissenschaftler. Wir tauschen uns sehr intensiv aus. Wir haben aber auch ein anderes Geschäftsmodell. Da ist das viel einfacher, als das im Unternehmen zu tun. Wir machen auch Open Execution. Das ist mit der Lissabon-Konvention noch ein bisschen verfestigt worden, noch mehr. Das heißt, wir erkennen Kurse an, die woanders gelehrt wurden. Wir sind bereit, quasi Studiengänge nicht mehr nur von uns gestalten zu lassen, sondern auch durch andere zu einem gewissen Teil exekutieren zu lassen. Und trotzdem sind wir vor Disruption überhaupt nicht gefeit. Im Gegenteil. Das, was gerade passiert ist, dass ein MIT zum Beispiel jetzt Mathematikkurse online anbietet und an Universitäten auslizenziert, ist ja sehr spannend. Dass wir uns fragen können in unseren grundständigen Veranstaltungen an der Universität, wo wir Mathematik benötigen, benötigen wir dann noch einen Professor bei uns im Hause oder können wir nicht einfach einen MIT-Kurs lizenzieren? Und MIT, das kann ja nicht wirklich was Schlechtes sein. Wie viele Professoren brauche ich eigentlich noch auf der Welt für Mathematik, wenn ich mal die Forschung beiseite lasse? Vielleicht 5, einen für Englisch, einen für Chinesisch, einen für Spanisch und 2 als Backup. Na gut, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber Sie sehen schon oder wir sehen dabei, dass das hat begonnen. Und die Digitalisierung ist an dieser Stelle in vollem Gange. Und klar, jetzt mag man sagen, nein, das kommt nicht so. Und gerade hat der Stanford-Präsident, glaube ich, gesagt, vor 1-2 Wochen, nein, MOOCs sind nicht die Zukunft. Na, vor 15-20 Jahren hat man auch mal gesagt, als Amazon anfing, Bücher kann man im Internet verkaufen, aber sicher keine Schuhe und keine Kleidung. Also das wird die Zukunft uns am Ende nur zeigen. Und wenn man jetzt mal nach Uruguay schaut, das finde ich ein schönes Beispiel, dort wird Mathematikunterricht schon online gemacht, in den Schulen und zwar über alle Schulen hinweg, flächendeckend. Und das Schöne daran ist, von einem Startup aus Berlin, also hier gibt es auch Gutes in Deutschland, Bettermarks heißt das. Im Unternehmen ist ja die Situation relativ ähnlich, wenn ich das mal vergleichen darf. Open Innovation, das sind Dinge, die Sie bei der Telekom ja sehr aktiv schon tun. Die DK Bank hat eine Crowd Innovation Plattform. Es gibt bei Ford interne Wettbewerbe. Also da tut sich relativ viel. Ich glaube, wir sind alle offener geworden gegenüber Innovationen von außen. Innovation von außen reicht, glaube ich, am Ende des Tages jetzt nicht mehr aus, gerade wenn wir diese Beispiele hören. Wir brauchen auch noch so eine gewisse Exekutionskompetenz und wenn ich das so Open Execution nennen darf, Axel Springer, Herr Schmitz macht das ja ganz wunderbar, Sie kaufen Startups an einer bestimmten Stelle, so ein Kauf da ist einfach dann der Schrecken weg, wenn es bei Axel Springer drin ist. Weiß ich nicht, aber Sie entwickeln es zumindest sehr, sehr gut weiter. Also auch die Modelle funktionieren ja schrittweise, dass man das macht. Und trotzdem sind auch die Unternehmen, sind sie vor Disruption nicht gefeit. Und natürlich reden wir über Tesla alle und wir reden über Uber und Airbnb. Aber es gibt ja viele, viele weitere Beispiele, wo Dinge auf der Welt passieren und aus irgendwelchen Ecken, Garagen halt doch Dinge hervortreten und groß werden, die wir nicht erwartet haben. Und das ist unser eigentliches Problem dabei. Denn, und das ist jetzt mein Punkt Nummer 1, was wir feststellen können, die Digitalisierung wird mit Sicherheit zu komplett neuen Wertschöpfungsketten führen.
Und an den Wertschöpfungsketten wird überall auf der Welt gearbeitet und an denen kann man überall in der Welt arbeiten. Herr Buch, Sie arbeiten in Deutschland dran. Ich finde das wunderbar. Das ist eine Art Open Production, die Sie hinten anschließen, wenn Sie die Maschinen mal vernetzt haben und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann kann man quasi, was Industrie 4.0 ist, auch ein bisschen mehr mit Leben führen. Wir machen vorne Open Innovation, wir machen in der Mitte Open Execution. Also diese Wertschöpfungskette, diese traditionelle Wertschöpfungskette, die wir kennen, die wird nicht mehr so aussehen im digitalen Zeitalter, wie wir sie gekannt haben. Das ist relativ sicher. Die Frage ist, wie kommt man als Universität, als Unternehmen damit zurecht? Und die Antwort muss darin liegen, dass man seine eigene Domäne finden muss. Das eigene Domänenwissen, auf dem man so stark ist, dass man die anderen Teile, quasi, die sich tun, im Innovationsbereich, im Produktionsbereich und so weiter, anschließen kann in die eigene Domäne rein. Und die ist unglaublich schwer zu finden. Wir haben mal gedacht, Tengelmann, das ist ein schönes Beispiel, die haben über Tengelmann Ventures sich ja sehr interessant beteiligt an verschiedenen Unternehmen. Jetzt verkaufen sie allerdings ihr Kerngeschäft und faktisch ist Vermögensverwaltung. Keine Ahnung, ob Vermögensverwaltung dann die eigentliche Domäne bleiben sollte. Zumindest würde ich mir wünschen, dass sie ihr Unternehmen erhalten und nicht in die Vermögensverwaltung übergehen. Und deswegen muss man da mehr drüber nachdenken, insbesondere weil sich Werte verschieben. Und das haben Sie sehr schön angedeutet. Sie haben gesagt, Software über Hardware. Das ist genau der Punkt. Die tangiblen Assets werden sehr, sehr stark zurückgehen und die intangiblen Assets spielen eine ganz andere Rolle. Das, was wir heute noch nicht so wirklich begreifen, auch in Bewertungsmodellen von Unternehmen, aber wir irgendwann ex post, Wissenschaftler erklären ja immer nur ex post, aber wir können es hoffentlich irgendwann erklären, ex post sagen, genau so war es. Und dann kriegen wir vielleicht raus, warum WhatsApp mit 19 Milliarden Dollar oder sogar mehr bewertet war und nicht gut gewesen, dass es da entstanden ist, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und diese eigene Domäne, und das ist ganz wichtig, ist die Plattform für die neuen Geschäftsmodelle. Dafür gibt es ganz einfache Beispiele. Es gibt einen Schnuller, der hat jetzt einen Bluetooth-Anschluss und den kann man sich kaufen. Und dann gibt es andere, die bauen Geschäftsmodelle zur Überwachung des Babys und so weiter auf diesen Bluetooth-Anschluss. Und das ist schon wieder eine Entzweiung des Ganzen. Und das ist was ganz Interessantes. Und das ist die, was ich in meinem Vortrag meinte, digitale Enteignung. Da gibt es Unternehmen, die gehen mit der physischen Hardware anders um, weil sie das Geschäftsmodell drauf bauen. Wenn man die eigene Domäne gefunden hat und das eigene Geschäftsmodell entwickelt, dann wird einem das nicht passieren. Aber das Schwierige ist, die eigene Domäne zu finden. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und dann die nächste Herausforderung, Herr Kagermann sagt es ja, glaube ich, dauernd und völlig richtig, die Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dann zu definieren. Und die sind schwierig. Wir werfen Rocket Internet hier in Berlin immer vor, das ist ja nur Kopiererei. Wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann haben sie eine Domäne gefunden, einen Innovationsprozess gefunden und definiert, mit dem sie besser und schneller sind und auch wieder ein Startup aus Berlin oder Startup kann man es kaum mehr nennen, was im Prinzip in der Welt eine hohe Wahrnehmung hat. Und diese Domänen so zu definieren und dann das Geschäftsmodell, meinetwegen ist es zu einem Teil kopieren und darüber kann man sicher von einer anderen Perspektive auch diskutieren, aber das ist ein interessantes Beispiel dafür. Ja, und dann muss man es schaffen, quasi das, was man definiert hat und auf dieser Basis die Geschäftsmodelle gebildet hat, wahrscheinlich die Menschen zu akquirieren und zu integrieren, die man dafür braucht, diese nämlich auszuführen. Denn natürlich finde ich es toll, wenn es Mercedes schafft, quasi das aus dem eigenen Bereich heraus zu gestalten. Ich glaube nur, dass man manchmal andere Leute braucht. Die Leute, die wir jetzt auch noch nicht so gut kennen, weil sie T-Shirt und Flipflops tragen. Gut, Herr Schmidt, Sie kennen die ganz gut, Sie haben ihn ja nach Berlin eingeladen, aber im Prinzip ist das dieser Typus von Leuten, wo wir noch so eine gewisse Berührungsangst haben. Und wo wir jetzt auch ein bisschen aufpassen müssen, und Rocket Internet ist ein schönes Beispiel dafür, mit 15 Jahren Erfahrung in ihrer Domäne, wo auf einmal quasi traditionelle Industrie und das Wissen, was dort verankert ist, dann doch 15 Jahre Erfahrung inzwischen auseinanderliegen. Und diese Menschen, die braucht man, diese Menschen sind die mit Mut, die findet man auch im eigenen Unternehmen, die findet man aber wahrscheinlich auch zum großen Teil außerhalb. Und
das Schwierige ist und die Rolle der Regulierung ist deswegen so sehr spannend. Wahrscheinlich sind gute Unternehmer auch immer die, die so ganz nah am Rande der Legalität laufen, so ein bisschen borderline. Sonst sind sie so dieser Average Joe, der im Prinzip nur das Gleiche vom Gleichen macht und nicht erfolgreich wird. Und das ist ja gerade im eigenen Haus sehr, sehr schwierig dann doch zu implementieren. Und das geht uns als Universitäten so und das geht Unternehmen gleichermaßen so. Und wenn ich in die Universität zurückschaue, diese Open-Online-Kurse, ein großer Innovationsforscher, Clayton Christen, sagt, das wird die Universität revolutionieren. Allerdings weiß ich selber nicht, wie in 20 Jahren die Universität aussehen wird und ich bin froh, dass ich pensioniert bin. Danke sehr, wenn sogar der das sagt dazu. Denn das Problem an dem Ganzen ist natürlich, dass das nochmal ein anderes Managen ist. Das ist das Managen unter Unsicherheit. Und wir lernen auch als Universität, wir lernen im Prinzip im ganzen Studium so ein Gleichgewicht von Risiko und Ertrag. Und was man als Unternehmer traditionell macht, man versucht das Risiko ein bisschen zu reduzieren, um im Prinzip den Ertragsüberschuss zu bekommen. Unternehmer machen das nicht. Unternehmer legen ein relativ geringes Risiko für sie fest und erweitern ihre Möglichkeiten durch Kooperationen und diese Dinge. Und das ist ein neues Herangehen, um überhaupt mit Unsicherheit zurechtkommen zu können. Was bin ich eigentlich bereit zu investieren für meinen nächsten Schritt und was lerne ich in diesem nächsten Schritt? Und nur wenn wir als Universitäten diesen Weg gehen des Experimentierens, und gleichermaßen, glaube ich, auch die Unternehmen, dann können sie unter dieser hohen Unsicherheit, die gerade existiert, eben erfolgreich sein. Und dann droht uns nicht die digitale Enteignung. Denn klar, was wir jetzt als Universitäten machen können, wir können versuchen, dabei zu sein bei Open-Online-Kursen. Das machen wir. Aber jetzt gibt es die ersten Online-Universitäten irgendwo im mittleren Westen der USA. Die nehmen einfach alle Kurse, die es auf diesen Plattformen gibt und vergeben das Zertifikat. Danke sehr. Dann steht da nicht mehr RWTH Aachen oder die anderen schönen Unis, die hier versammelt sind, drauf, sondern da steht da irgendeine Universität drauf und die Inhalte sind aber hochkarätig, weil sie stammen ja im Prinzip vom MIT und Co. Und das ist unsere Denkaufgabe und ich glaube, das ist unsere aller Denkaufgabe, nicht nur für Universitäten, sondern eben auch für Unternehmen und ich freue mich natürlich dann, das mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Vielen Dank.